Kunstraum der Ringstraßengalerie zur Ausstellung Erdverbunden und Geschunden. Bibelkundige Menschen werden sich da hier sicher sofort an eine Stelle aus dem Alten Testament erinnern. Die Schaffung Adams, also des Menschen aus Erde. Adam wurde dann ins Paradies gesetzt, um es zu bewahren. Und später, nach dem, was die Theologen Sündenfall nennen, aus dem Paradies vertrieben zu werden, um die Erde wiederum zu beackern und den Schweiß seines Adamgesichtes zu beackern. Also das ist in etwa der Themenrahmen dieser Ausstellung mit 40 Künstlern und Künstlerinnen, die das auch zeitgemäß oder auch mysteriös, mythologisch interpretiert haben. Grundsätzlich finde ich, ist dieses Buch, das erste Buch aus der Bibel, wirklich dieser Teil, ein sehr interessantes Stück Literatur, und da sind wir beim heutigen Abend mit zwei sehr interessanten Autoren, und zwar Herbert Pauli und Magdalena Czurowicz, die heute aus ihren Werken auch zum Teil noch unbekannten Werken lesen werden, aber den Beginn macht am Klavier Viktoria Hisberger. Ich wünsche gute Unterhaltung. Vielen Dank.
grün und grün mit rosa, weiß und gelb aufbrechen, überquellen, ineinander fließen. Ein Netz aus Blüten, vom Frühling geknüpft, durch die Sonne verwoben, den Most darin später nach Hause tragen. Muldenversteck hinter weißduftenden Bäumen, Löwenzahnspur, lockende Fährte in vergangene Jahre. Die Zeit steht still, nur kurz. Tönendes Blech und Trommeltakt, der Mai ist gekommen. Geschälte Bäume schlagen aus. Sommer. Farbenballett im Takt der Grillen und Hummeln auf lichter Sommerbühne. Blau-weiß-goldene Landschaft, auch im Schatten der Bäume, die Helle des Tages. Freude wäre so einfach. Die Sonne schleicht durch den Hof, lehnt sich an die Mauer, rastet auf dem Dach, nistet im Baum, trinkt aus der Wasserlacke und verschwindet. Kaum den Wiesen eine Rasur verpasst, schon wird der Pflug an den Traktor gehängt. Auf der Weide kaum die Kühe wieder. Herbst. Baumschatten auf faulenden Früchten. Herbstsonne holt Versäumtes nach. Seidene Fäden verbinden Gedanken. Herbstlicht, Rauch gebrochen, an sonnigen Plätzen Reste des Sommers, Licht der späten Tage, eine Hoffnung. Niederbeugen und sammeln, pressen und füllen, den Most plaudern lassen. Der Wind spielt mit dem Blätterkreisel, lässt ihn liegen und nimmt den Hut. Winter. Baumskelette, Scherenschnitt ohne Rahmen, sich im Nebel verlieren. Die Katze, Kachelofen warm, schmiert um die Beine. Das Mausloch im Schnee versteckt. Rund ums Haus sucht der Wind nach leichter Beute, rüttelt am Fenster, schaut in die Dachrinne, staubt den Schnee an die Tür und geht.
Mauerziegel rot im weißen Schnee, Bäume und Sträucher schwarz. Die Farben des Mostviertelwinters. Noch einen Kurzprosatext aus dem Buch vom Lesen der Bilder. Und es freut mich ganz besonders, dass der Maler, der die Bilder zu diesem Buch gemacht hat, und der Umkleid, Hermann Hertel, herzlich willkommen. Es sind immer Texte, die ungefähr zwei Seiten lang sind, und dazwischen ist ein Bild. Man kann das so aufklappen, zuklappen, umblättern und die nächste Geschichte kommt. In einer Zeit der Bilderflut ein Bild zu betrachten, erfordert den Mut zur Verzögerung, zur Verlangsamung bis zum Stillstand. Hektisch hingeworfene Sequenzen der Videoclips lassen keine Zeit zum Aufnehmen, gar zum Verstehen. Ganz anders beim Betrachten eines Bildes. Bilder bestehen aus Punkten, Strichen, Linien, Flechten und Farben. Wer ein Bild betrachtet, setzt diese grafischen Einzelteile allmählich nur für sich zu einem Bild zusammen. Ich kann unvoreingenommen daran gehen, aber schon der Titel eines Bildes lenkt in eine bestimmte Richtung und es gibt kein Entkommen von der Einengung durch diesen Titelzaun. Deshalb versuche ich, ein Bild möglichst unbefangen, ohne vorherige Beeinflussung zu betrachten. Ich setze Punkt für Punkt zusammen, erkenne Striche, Linien, die sich zu Flächen ausbreiten, aus unzähligen Farbpunkten in schillernde Farbareale zerfließen. Je länger ich schaue, desto weniger weiß ich von mir, desto mehr erfahre ich von einem anderen. Ich seziere das Bild in seine Bestandteile, betaste mit den Fingerspitzen seine Oberfläche, fühle mehr, als ich sehe. Die Struktur des Farbauftrages ergibt eine Landschaft. Keine Berge, keine Seen, nicht Städte und Dörfer, eine Gedankenlandschaft entsteht. Ich erinnere mich an früher Gesehenes, verbinde es mit meinen Vorstellungen, suche Anknüpfungspunkte im Bild vor mir. Je näher ich an die Bildoberfläche herangehe, desto abstrakter wird das Dargestellte. Aus der Entfernung werden die Bilder immer klarer, bis zu dem Punkt, von wo aus sie wieder mehr und mehr Unschärfe annehmen. Es kommt also auf den geeigneten Standpunkt an. Wenn ich die Augen so weit schließe, dass lediglich ein schmaler Seespalt bleibt, erhalte ich einen von mir ausgewählten hellen Streifen, der von Dunkel umgeben ist. Ich nehme einen Ausschnitt des zu Sehenden ohne sein Rundherum wahr. Herausgeschnitten aus seinem Ganzen bietet sich mir eine neue Sichtweise. Verteile ich mein Spaltschauen Schritt für Schritt über das ganze Bild, erhalte ich Streifen um Streifen, die sich mir zu einem neuen Kunstwerk zusammenfügen. So wie ich beim Schreiben die Buchstaben unterschiedlich zusammensetze und dadurch immer neue Wörter erhalte, diese unterschiedlich aneinanderfüge und ihnen dadurch mannigfachen Sinn gebe, der sich mir beim Lesen eröffnet, kann ich beim Lesen der Bilder ihre Einzelteile so umordnen, dass ein nur für mich erkennbares, neues Ganzes entsteht. Das Lesen der Bilder, ein Zusammensetzen von gefundenen Einzelteilen zu einer erfundenen Gesamtheit. Thank you.
Ja, wir dürfen in dieser schönen Galerie miteinander Gedichte hören. Was gibt Schöneres an einem Sommerabend? Vernissage. Lebensfetzen. Gehängt, notiert, gelesen, reihum betrachtet, seziert, Smalltalk. Zwischen Häppchen, Essenzen unter der Lupe von Zeitgenossen. Bildsprache. Nur Stille. Entdeckungsreisen. Farbe, Form. Eingebrannt in Seelenzwischenräume, verändern sich zum Bild im Bild. Auffordernd zur Wanderung zwischen den Welten. Einkehr. In Gedichte kehren wir ein, wie in Herbergen. Fremd, und doch vertraut. Häuser, Gedanken anderer. Zimmer, eigener. Seelenwohnung, Zuflucht. Wortlose Sprachen. Der Mensch hat die Sprache, die verbindet und trennt. Dinge bewertet, beim Namen nennt, Gefühle beschreibt, sie nachvollzieht. Die Menschen sind viele, das gleichen die Sprachen, Verständnis durch Übersetzung geschaffen. Eine der Sprachen, die selbst sich genügt, mit Leichtigkeit, schwerelos Wörter besiegt, in der er zu uns spricht, Hauch der Unendlichkeit, unübersetzbar, weil wortlos Musik. Sommerfrische. Ein Fensterkreuz. Dahinter Äpfel und im Glas die Wiesenblumen. Kühe vom Regen, nass und ungerührt. Sand in der Wald und drüber Wolken. Verhangen bleibt der Himmel. Ich mag das Land. Verbunden fühle ich mich seiner Erde. Vertraut glänzt ihre Dunkelheit. Schweigen reiben. Die Schweigen sind in der Steiermark, habe ich mir sagen lassen, das andere Wort für Bäume. Sanft schweben milchweiße Wolkenschleier zwischen den sattgrünen Schenkeln der Berge. Ermattet bietet sich dir die Wechsellandschaft unter grau behangenem Himmel. Die Schweigen schwingen sich im Regen. Fluss. Die Thaya ist ein träger Fluss, doch hat sie ihre Tücken. Meine Mutter hat mir erzählt, in ihren Wirbeln sind viele ertrunken, auch erfahrene Schwimmer. Deshalb blieb meine Mutter eine vorsichtige Wassergängerin und Schwimmen war nie ihre Leidenschaft. Der Sommer ist ein kurzer, intensiver Gast im nördlichen Waldviertel, dort, wo meine Mutter und ihre drei Schwestern aufwuchsen und erst als ich über das Volksschulalter hinaus war, durfte ich mich an ihren Ufern allein aufhalten. Meistens ging ich nicht sehr weit, weil es mir Freude machte, mich mitten im Gras niederzulassen und dem Fluss zuzuhören, der fast lautlos, geschmeidig sein mooriges Wasser mit sich zog. Ohne Hast, aber ruhelos. Schmetterlinge labten sich am wilden Klee und verstreute Mohnblumen, rosa und rot,
deren Samen sich hierher verirrt hatten, leuchteten mit Butterblumen, Kornblumen und Liliengewächsen aus dem Grün der fetten Graslandschaft, die den Lauf der Bayer dort begleitete. Am anderen Ufer stand Wald, trutzig und verschlossen. Sein dunkles Grün strahlte der Teier zu, wie ein Geliebter seine Liebste ruft, die ihn niemals erreichen kann. Stille umgab mich. Nur vom Summen und Brummen der Insekten melodiös untermalt. Über mir der Himmel mit seinen Wolkenbildern, immerzu im Wechsel. Dieses unverwechselbare Zartblau, das die Rauheit des Waldviertels auch an eisigen Wintertagen umschmeichelt und umspielt. Manchmal setzte ich mich ans Ufer, hielt die Füße ins Wasser, das weich und warm durch meine Zehen floss. Fische fanden diese Köder nicht nach ihrem Geschmack und zogen eilig weiter, ihre fetten Schuppenkörper schwangen und zogen lange Wellen, bevor sie abtauchten und in den Tiefen des Wassers nach Besserung suchten. Das Eiertal hat seinen eigenen Zauber. Den Duft der heißen Erde, der Wiesen und des Waldes, der sich in der Hitze der Sonne über dich breitet, wie eine Decke aus kostbarer Seide. Sie hüllt dich ein und du träumst vor sich hin, vergisst, dass es so etwas wie Zeit gibt und spürst dich selbst so intensiv, als würde dir erst jetzt in diesem Kaleidoskop an Duft und Farben bewusst, dass es dich wirklich gibt auf dieser Welt und dass sie schön ist. Burggrabs. Sie können auch ruhig die Augen schließen und einfach das Gedicht mal nur so in sich hineinfließen lassen, wie Musik. Rohgebälk, wilde Rosen, Wasserinseln, weiße Zinnen, Moos auf Steinen, Burgaufgang, Wendeltreppen, feuchte Nischen, seltsam ferne spitze Zinnen, Knotenköpfe, Vogelflug, Guldakrapfen, Fensterkrug, Schlote, Schindeln, altes Zeug, Wäschekorb, seltene Leute, Mohn, Anhöhe, Stimmenklang, Waldviertler, See. Zwischen Fruchtnoten und Blätterpausen.
am Ende Achtel und Viertel. Korallenriff über dem Meeresspiegel.
Herbstgeruch und Insektenschrammeln. In Blattadern pulsiert das Sonnenlicht. Weingeschmack durch Auge, Nase, Ohr. Je gebrechlicher das Jahr, desto kräftiger die Farben. Blattblutnester, Markierungen im Regenmeer, Leuchtfeuer an seidenverhangenen Tagen. Letztes Aufflackern zum Abschied. Durch Weinflaschenputzen scheiden die Welt anders sehen. Kirchturm und Fluss, Weingarten und Himmel. Wirklichkeit verklärt, neu zusammengesetzt. Festhalten im gläsernen Geschmäckerlexikon. Seite um Seite mit Gaumen und Zunge erforschen. In den Nebel, Novemberstürme zerzausen die Gegend, Winter im Anzug. Und weil wir uns in einer Galerie befinden, habe ich die zwei Prosatexte dementsprechend ausgesucht. Der zweite, vom Entdecken der Wirklichkeit. Gelner Roder. Der Schriftzug auf dem Ortsschild reißt mich aus meinen Gedanken. Wir fahren mit dem Auto in Richtung Weimar, als unser Fahrer gleich nach dieser Ortstafel an einer Tankstelle hält. Gelmer Roder. Mein Zeichenlehrer sitzt auf einmal neben mir. Stadtansichten waren ein Thema. Salzburg von Kokoschka fällt mir ein und Lionel Feininger. Feininger und Gelmer Roder. Ich schaue nach links und sehe sie. Kaum glaube ich, was ich sehe. Wie viele Ansichten hatte er von ihr gemalt? Die Reihe von Bildern der Kirche mit den umliegenden Häusern, jeweils mit einer römischen Zahl versehen. Für mich als Schüler damals eine imposante gotische Kathedrale im Licht durchfluteten, prismenartigen Stil Feiningers. Der strenge geometrische Aufbau verstärkte meinen Eindruck, einen Dom in einer Großstadt, umgeben von Hochhäusern, umflutet vom Straßenverkehr einer Metropole vor mir zu haben. Etwas anderes war für mich damals gar nicht in Frage gekommen. Ich hatte überhaupt nicht nachgedacht, was
und wo Gelmaroda sein könnte. Ein quadratischer Turm, darauf gleichsam als Fundament ein Stück Dach, das sich rasch verjüngte, um dann hoch und schlank spitz zusammenzulaufen und in einer kleinen Kugel mit daraufgesetztem Kreuz zu enden, hatte sich mir für immer eingeprägt. Oft erinnerte ich mich an diese Bilder, sie begleiteten mich von da an. Ein Blick wie durch einen Vorhang aus zart gewebtem, durchscheinendem Stoff. Die Gebäude mit scharfen Kanten und gleichzeitig doch diffus, wie der Klang von gedämpften Geigen. Ein Musikstück, nur von Streichinstrumenten gespielt, wie aus der Ferne wahrgenommen. Und nun stehe ich in dieser paar hundert Seelengemeinde, einem winzigen Dorf mit einer Kirche, die anderswo als größere Kapelle gelten würde. Nichts von einer Kathedrale, keine imposanten Bauwerke rundum. Ein Dorf nahe Weimar, als erster. Langsam setzt sich mir alles zusammen. Feiningers Aufenthalt in Weimar als erster Bauhausmeister. Seine Bilder von Kirchen und Dorfkernen des Weimarer Umlandes, benannt nach den Ortschaften und durchnummeriert. Weshalb war mir beim ersten Betrachten dieser Bilder nicht in den Sinn gekommen, dass es sich um einen kleinen Ort mit einer kleinen Kirche handelt? In die Vorstellung von dem abgebildeten Objekt hatte sich nichts Kleines, Unbedeutendes einschleichen dürfen. Das Hinausdrängen in die für den Schüler noch unbekannte Welt musste von Großartigem beflügelt werden. Unbedeutendes, nicht im Mittelpunkt Stehendes, hatte in dieser Gedankenwelt keinen Platz. Gelmaroda, eine Großstadt mit gotischem Dom, passte da viel besser ins Bild als die kleine Dorfkirche, vor der ich nun stehe. Vor der ich stehe und endlich nach so vielen Jahren in der Wirklichkeit angekommen bin. Blickten sie auf das Gemetzel und ihr Gelächter fror zu Schnee. Immerwährend Veränderung und doch immer gleich wie das Meer, das Spiel seiner Wellen nichts festzuhalten. Es entgleitet uns alles.
Last Glance. Poppies along the airfield, waving their final goodbyes, glowing blood red in anticipation. Wir reisen nach Italien, an der Welt. Wenn ich das Meer sehe, träume ich, dass die Wellen über mir zusammenschlagen, mir Kiemen wachsen, mich ein Fischschwanz in die Tiefe gleiten lässt, in eine andere Welt. Grado. Die alte Dame schließt den Seidenfächer, hüllt sich in Wolkendecken, zieht Nebelschleier vor, soldatengleich die Schirme, gelb, blau, weiß. Noch stelzen sie am Strand. Die Fensterläden, gleich zugeklappten Lidern, schicken die Fremden in die Wüste. Das Meer wirft seine Wellen aus, vergräbt all den Müll im Sand, manchmal noch Muscheln. Die Laguna schläft, schläft den Schlaf der Müden, ausgelaugt wie eine Konkubine, lehnt sich zurück, versunkene Sonnen träumend verglüht am Horizont. Es lacht die Möwe über all die Stille Grados. Wir reisen nach Venedig. Auf San Servolo war ein Irrenhaus, wo die Irren aus dem Gitter durchgeschaut haben in einen Sauergarten mit Märzfeigern und Zitronenbaum. Nur Pflicken haben sie es nicht kennen, die Verrückten auf der Insel. Ich denke oft an San Servolo und hätte einer gerne ein paar Feigern durchs Gitter zurückgesteckt. Aber die sehen schon lang das Gras von unten wachsen. Und ihre sind auch keine mehr dort. Nur mehr die Feigern. Und das ist gut so. Jetzt gehen wir ganz, ganz weit weg an einen anderen Kontinent. Afrika. Afrika, burning your soul. Never to be forgotten wherever one goes. Her sun spreading flames around you. A delicate violet skies, promising things may be experienced in a life still to come. Africa, a contradiction by herself and her people, cutting your heart to pieces, unable to be mended ever, not even by love. Wounds tearing her flesh, like Sisyphus rolling his stone over endless grasslands, without encountering her horizon. Hier und jetzt. Der Falter weiß nicht, dass sein erster auch sein letzter Sommer ist. Im Hier und Jetzt gibt er sich hin dem Sommerwind. Die Frage nach dem Morgen stellt sich nicht. Wäre für den Menschen sie nicht wesentlich, vielleicht empfände er uneingeschränktes Glück. Natur pur. Vergängliches aus der Erde, von der Erde, in die Erde. Grünend, blühend, verblühend,
verrottend, neugeboren. Nachtlied. So wie die Amsel singt, selbstvergessen, am Bachfirst, ohne Angst zu fallen, wünsche ich mir zu singen in den Abend hinein, Melodien ohne Partituren, leicht wie der erste Kuss, voll Süße, selbstvergessen, ohne Wissen um die Nacht. Wir sind nur einen Augenblick. Regentropfen sammeln sich an der Kante der Scheibe, jeder für sich eine Welt, unabhängig vom anderen. Glasklar, durchsichtig, sekundenlang festgehalten, bis er fällt. So, als wäre er nie gewesen. Duft von Lavendel, geschlichtete Wäsche der Großmutter, Spitzenbordüren im Schrank, Monogramme verweht in der Zeit. Thank you.